Werte Anwesende, es wird nachher ein bisschen lauter werden, deswegen jetzt eine kurze Einführung, vielleicht ein wenig leiser. Und ich darf im Namen der ZV Österreich Wolf Briggs ganz herzlich begrüßen. Ich soll auch Grußworte von Martha Schreik ausrichten, die später noch zu uns kommen wird. Es sind viele Bekannte in den ersten Reihen zu sehen und ich bin schon neugierig und möchte alles Gute für den Abend wünschen. Aber zuerst danke ich Bene für die Unterstützung der Reihe Sprechen über Architektur und vor allem Markus Eibelmeier, der hier als Hausherr mit uns ist, und den weiteren Sponsoren. Es ist der letzte Vortrag in unserer Reihe und für den Herbst wird sich wieder Neues auftun. Es geht uns um die Förderung der Baukultur, um die Sicherung der Qualität der Architektur und der Schaffung von Rahmenbedingungen. Und gerade durch die Planung, die in Teams innovativ auf Baustellen möglich wird, können wir dem entgegenhalten, was unsere heutige Phase bringt: anonymisierte Entscheidungen von Aufsichtsräten, Verlust von Auftraggebern mit Haltung und nicht nachvollziehbare Beschlüsse, schwierige Zeiten. Und da gilt es, neue Wege zu gehen und Zusammenhalt zu zeigen, womit ich bei Wolf Briggs und seinem Werk bin, das einen für Österreich ganz unvergleichbaren Weg genommen hat. 42 geboren, in Wien und anderswo studiert, die Gründung von Coop Himmelblau mit seinem Partner 1968. Ein umfassendes Werk entstand, das er als CEO und Design Principal heute verantwortet. Es wäre vermessen, hier die Werkliste, die Ausstellungen, die Publikationen zu nennen oder die Liste an Auszeichnungen, Ehrendoktoraten und Preisverleihungen. Es sind mehr als 30 in der Biografie, aber eindrucksvoll. Interessant ist dabei die frühe Hinwendung zu internationalen Aufgaben in der Lehre an der EA in London, GSD Harvard, SCIARC und UCLA, Los Angeles, an der Columbia in New York und im Ausland zu bauen. Dadurch konnte Wolf Briggs schon sehr früh die Methoden des Unterrichts und der Planung in anderen Ländern kennenlernen und sie hierher bringen. Ich gehöre zu den vielleicht wenigen im Saal, die ein Gebäude von Wolf Briggs nutzen, den Erweiterungsbau der Akademie in München. Die Rampen führen immer in die andere Richtung und die Dachterrassen bieten vielfältigste Blicke. Und ich konnte erleben, mit welchem Einsatz er an der Angewandten als Nachfolger von Johannes Spalt die Lehre veränderte und sich für neue Sichtweisen der Architekturausbildung einsetzte. Hatte sein Vorgänger das Haus der aktuellen Szene Österreichs geöffnet, der Architektur natürlich, so schafft es Wolf Briggs, die Architekturabteilung weltweit bekannt zu machen. Die Studios waren besonders und auch die Feste. Er kann Studenten motivieren, Begeisterung erzeugen und überraschende Leistungen bewirken. How did you do it, Mr. Hitchcock? Fragte François Truffaut und verfasste eines der spannendsten Bücher zur Filmregie. How do you do it, Mr. Briggs? Möchten wir fragen. Vor allem zum Entwurf. Selten ist das Raumerfinden so überraschend, konsistent zugleich, wie sich bei diesem Architekten Erwartung und Realisierung überkreuzen. Architektur muss brennen. Was wir im Architektursommer in Hamburg damals erlebt hatten, er machte aus einer Präsentation ein Statement zum Stand der Baurechte, des Städtebaus, unserer allgemeinen Kondition. Diese ungewohnt intensive Beschäftigung mit Raum, Außenraum, Innenraum ist bei Coop Himmelblau Programm, das zu einer gewaltigen Aufgabe führte, dem EZB in Frankfurt. Kann man wirklich die Institutionen von innen aufbrechen oder muss es der Entwurf zerreißen? Ein Zitat zum Schluss von Otto Eicher. Ein Entwurf ist das komplexeste Gebilde geistiger Tätigkeit. Ein Entwurf ist zugleich analytisch und synthetisch, punktuell und allgemein, konkret und prinzipiell. Er hält sich an die Sache und an Forderungen, er greift auf Fakten zurück und öffnet neue Denkräume und erzählt die Erbsen und reißt Perspektiven auf, berechnet und eröffnet Landschaften der Möglichkeiten. Alles Gute. Maria, danke. Danke sehr. Ich zähle aber nicht Erbsen, wenn ich über Entwürfe spreche. Ich erinnere mich, dass Cedric Price zu Beginn
des Vortrags immer gesagt hat, where is my whiskey? Where is my cigar? Das waren noch lustige Zeiten, viel lustiger auf die Architektur als heute. Auch die Architektur war viel lustiger. Ich denke, wir brauchen wieder die Beatles, die ein bisschen Fröhlichkeit in diesen ernsten Job bringen. Was zeige ich heute? Wir haben eine Ausstellung im Darm momentan und aus diesem Anlass habe ich viele Bilder gesammelt und die möchte ich heute zeigen. Und zwar nicht nur Projekte, sondern den Weg, den wir zu den Projekten nehmen und der sich, jetzt sage ich mal, von Tag zu Tag weiterentwickelt bis zu den nächsten Bauten, die wir demnächst fertigstellen. Der Titel, warte mal, ich darf nur hier drücken. Ja. Der Titel ist, der Vortragsreihe, ist Sprechen über Architektur. Das heißt, ich müsste jetzt wissen, was Architektur ist, damit ich über Architektur sprechen kann. Wenn man mich fragt, was ist Architektur, so ist die einfachste Antwort ja. Ich mache mir es heute aber nicht so leicht. Es sitzen viele prominente Architekten hier und versucht es auf einer anderen Ebene anzugehen. Sie kennen die Geschichte der Hummel, des Hummelflugs besser gesagt. Nach aerodynamischen Gesetzen dürfte die Hummel nicht fliegen können, sie weiß aber nichts davon, daher fliegt sie. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist ein guter Vergleich mit der Architekturkritik heutzutage oder der Architekturtheorie heutzutage. Der berühmte Zeilinger hat neulich zu mir gesagt, wenn einer eine gute Idee hat, braucht er sie nicht ganz zu verstehen. Auch das gilt für die Definition der Architektur. Architektur als Ausdruck, als dreidimensionaler Ausdruck einer Gesellschaft, gestern, heute. Worüber reden wir, wenn wir über Architektur reden? Meistens reden wir über die Spitze dieses Eisbergs, also das gebaute Gebäude, und vergessen, dass der weitaus gefährlichere Teil, wie auch bei einem Eisberg, siehe Titanic, der unsichtbare Teil ist. Also in der Architektur, Politik, Ökonomie, Geld, Regeln und Gesetze. Die sind wirklich mehr, und die Ästhetik, der momentane Diskurs der Gesellschaft über Ästhetik. Das sind die Paradigmen, die die Architektur weitaus mehr beeinflussen, leider, als der Architekt. Vergleich, Pyramide, sicher Architektur. Was ist Architektur? Was ist jetzt die Architektur? Das Weiße, das Raumprogramm oder das Schwarze? Wenn Sie heute zu einem Investor, schönen Gruß an meine Investorenfreunde, die ich hier gesehen habe, wenn man heute zu einem Investor geht und sagt, lieber Freund, das ist das, dein Raumprogramm, das sind so und so viele Quadratmeter, Sie sehen, aber das Schwarze ist das, was wir machen wollen, dann haben Sie in 5 Minuten die Besprechung beendet. Aber ich denke doch, dass wir heute in der Lage sind, diese Dinge, was Sie hier sehen, auch wirklich zu bauen. Den Beweis muss ich ja nicht antreten, aber einen Weg dazu, dass wir andere Dinge realisieren können heutzutage, den gibt es vielleicht, und vielleicht sind da ein paar Beispiele dabei. Viel leichter als die Definition der Architektur fällt die Beschreibung des Rollenbildes des Architekten. Nämlich, der Architekt sieht sich so übers Wasser gehend als Wundermagier und dem Auftraggeber sozusagen helfend die Hand reichen, damit er endlich Qualität macht. Der Auftraggeber ist aber nicht blöd. Der hat, um nicht Qualität bauen zu müssen, eine Zwischenebene eingeschaltet, die ich so liebe, den Projektsteuerer. Der Projektsteuerer macht das, was er zu machen hat. Er gibt alle Verantwortung dem Architekten und nimmt ihm sofort
die Power, also die Macht, diese Verantwortung auch wirklich zu tragen. Daher ist er ein gefundenes Fressen für jede Schuldzuweisung, die möglich ist. Und damit beweist sich der Projektsteuerer selber und seine notwendige Existenz. Leider glauben das alle Investoren. Die Situation des Architekten heute, ich meine, das ist leicht zu beschreiben, welches Rad welches ist. Wir sind tatsächlich in der Maschine und werden tatsächlich so behandelt von den Maschinenteilen, wie diese den Chaplin behandeln. Ja, es hat auch diesen Grund, weil im Prinzip wünscht sich der Auftraggeber immer das, aber das Geld hat er nur für das. Ach, ich komme zu meinem Lieblingsthema. Ich habe auch gesehen, dass einige Verantwortlichen aus dieser Stadt hier sind. Also Anwesende, wenn ich jetzt kritisiere, Anwesende ausgenommen. Genauso wie wenn ich über Architekten schimpfe, schließe ich mich selber auch ein. Diese Nummer, Sondernummer vom Falter, ich glaube letzte Woche, zeigt wirklich das Problem von Wien. Wien ist eine größenwahnsinnige Zwergpudelstadt. Sie sehen, wie wird Wien aussehen? Das hat der Falter sicher nicht absichtlich, das hat er unbewusst so gemacht, daher unabsichtlich. Wie wird Wien aussehen? Der Traum der Wiener von der bequemen Großstadt ist hier festgehalten. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Wien, obwohl ich Zwergpudelstadt sage, als komfortables Pensionistenheim sehr schätze. Also die Lebensqualität für Pensionisten ist wirklich sehr hoch, wir wissen das alle. Und die Schulen sind gut, und Kindergärten sind gut, soziale Fürsorge ist fantastisch. Nur darf man hier nichts Fremdes tun. Wie man ja aus der Politik weiß, ist Fremdes, Experimentelles immer verdächtig. Das kann man nicht machen. Also so geht's nicht, sind die Argumente, die ich immer wieder höre. Ich weiß auch warum. Unser Stadtbaudirektor, oder wie der Titel auch immer ist, sagt zu der Stadtplanung Folgendes, hat mit Erklären, Zuhören, Nachjustieren und mit Dialog zu tun. Ja, aber Planung hat was mit Ahnung zu tun und bitte, wo ist da der Stadtraum? Also, zur selben Zeit, wie ich das gelesen habe, habe ich daran gedacht, dass mir gegenüber jetzt ein Bau entsteht, der ausschaut wie ein rumänischer Fertigteilbau als Stadtvilla deklariert. Dann sehe ich weiter weg das entsetzlichste Stadtplanungsprojekt, das ich kenne, nach dem Zentralbahnhof, das ist die Z-Campus, heißt der. Ein wirklich stadträumliches Nichts. Aber erklären, zuhören, nachjustieren müssen wir. Und dann denke ich mir, ja, mit erklären, zuhören, und das Missverstehen von Planung, das ja mit Ahnung was zu tun haben soll, wie geht das? Warum entsteht ein Flughafen wie unserer hier in Wien? Ich habe gedacht, das ist das schlechteste Gebäude in Wien seit langem. Aber siehe da, ich war neulich am Zentralbahnhof. Das ist ja noch schlechter, das ist ja entsetzlich. Also das sind die zwei Eingangstore zu Wien. Also wie heißt das, lasst alle Hoffnung fahren, so wenn man kommt? Entsetzlich. Aber ich komme dazu noch einmal. Ja, und dann heißt es, wegschauen gehört auch dazu. Ja, wir haben einmal einen Wettbewerb gemacht. Ich erzähle das nicht ausführlich, aber doch, weil es interessant ist. Dieser Nordbahnhof, glaube ich, Nordwestbahnhof-Projekt. Wir haben die Figuration dieses Masterplans aus entnommen oder angelehnt an der Idee von Havana Nueva, also ein Neubaugebiet
vor langer Zeit in Havanna, dass wir, ich gesehen habe, wir studiert haben und eine fantastische soziale Struktur entwickelt hat. Wir haben uns da an diesem Entwurf angelehnt. Wir sind sofort aus dem Wettbewerb rausgeflogen, weil diese Figuration nicht sozial genug war. Also ich verstehe die Wörter nicht mehr. Wir nehmen ein Vorbild aus dem kommunistischen Land Kuba und hören dann, das ist nicht sozial genug. Es waren andere Paradigmen für den Entwurf natürlich auch maßgebend. So, Stand der Dinge. Können Sie sich vorstellen, dass für eine Operation 120 Chirurgen sich an den Operationstisch stellen, an einer Gummipuppe zeigen, was sie können, um den Auftrag zu bekommen? Das ist die Regel im Wettbewerb. Wir haben einmal blöderweise zeitvergeudend in Innsbruck einen Wettbewerb gemacht und ich rechne Ihnen vor, was das gekostet hat. Also, offen anonymer Wettbewerb, die dümmste Form des Wettbewerbs überhaupt. Ich weiß schon, die jungen Leute sagen immer, wir brauchen das, weil sonst können wir uns nicht durchsetzen. Das ist ein Misstrauensantrag an die Jury, zum Teil zu Recht, weil die Jurys nie super besetzt sind. Anyway, so, bei diesem Projekt haben 120 Projekte abgegeben. 120 Projekte, jedes Projekt, das, wenn man ehrlich rechnet, kostet so um die 50.000 Euro. 120 mal 50 sind 6 Millionen. Das ist ein Drittel der Baukosten, die vorgegeben waren. Also noch einmal, 120 mal 50 sind 6 Millionen. Die Jury hat gnadenhalber 2 Tage zur Verfügung gehabt. Das heißt, 6 Millionen durch 2 Tage ist pro Tag 3 Millionen. Lassen wir die Jury 10 Stunden konzentriert arbeiten. Das heißt, pro Stunde sind 300.000 Euro Papierflieger gemacht worden. Und das dient angeblich zur Findung des besten Projekts. Das kann mir keiner einreden. Also, ich glaube, dass die Architekten sind ja da zum Teil selber schuld. Ich glaube, das beschreibt ja die Situation der Architekten. Sie sägen nicht an dem Balken, auf dem sie sitzen. Sie schneiden den Stahlträger mit Schweißbrenner durch. Für wen bauen wir eigentlich? Für eine Gesellschaft, die immer komplexer wird. Ein Vergleich, der Steinzeitjäger, der in der Wüste das Wild, einen Hirsch verfolgt, eine Antilope verfolgt, ist im Gegensatz zu dem Menschen, der am Flughafen zur richtigen Zeit das Richtige geht, den richtigen Flieger zum richtigen Ort findet, ist er wirklich ein Steinzeitmensch. Das heißt, unsere Gesellschaft wird von Tag zu Tag komplexer und ein Freund von mir wird mich korrigieren nachher, wenn ich das jetzt falsch sage. Wenn wir nicht sozialisiert sind in den komplexen Systemen, die von Tag zu Tag komplexer werden, verlieren wir die Übersicht und sind leichte Beute von populistischen Argumenten. In jeder Richtung, auch in der Architektur. Also, ich beschreibe die Gesellschaft, die es gibt, wie folgt: Jeder hat Recht, aber nichts, wirklich nichts ist richtig. Wenn man komplexe Systeme nicht im Detail erklärt, aber die Situation, in der wir uns befinden, wir Architekten, komplexe Systeme haben komplexe Probleme, sieht man bei jedem besseren Auftragsprojekt. Und komplexe Probleme fordern komplexe Lösungen. Komplexe Lösungen sind schwierig zu kommunizieren, aber sie sind immer nahe. Zum Unterschied von einfachen Lösungen, die ganz leicht zu kommunizieren sind, siehe Populismus, die sind aber nie neu. Kommunikation spielt heute
für Menschen, für die wir bauen, eine große Rolle. Was wird hier kommuniziert, frage ich mich, schon eher so. Wir telefonieren mit Partnern, die 2 Meter von uns wegsitzen. Oder, und das wird Folgen haben für unsere Architektur, man kommuniziert überhaupt nicht mehr, man schaut nur mehr auf das Mobile Phone. Ich habe das neulich gesehen in dem scheißlichen Zentralbahnhof, wirklich der hässlichste Bahnhof, den ich kenne. Also ich kann mich nicht einkriegen. Ja? Wie sowas passieren kann, ich gebe nicht einmal dem Architekten ganz die Schuld. Ja? Oder der Flughafen. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Flughäfen. Ich weiß, wie ein Flughafen funktionieren soll. Also das ist das Allerletzte. Selbst hoch oben im Norden, wo die Rentiere sich gute Nacht sagen, gibt es bessere, atmosphärische und funktionellere Flughäfen als unser Wiener Flughafen. Anyway, so, ich habe das gesehen, die Leute sind angekommen mit dem Zug, den ich kaum gefunden habe übrigens, weil nirgendwo was angeschrieben ist. Ich habe gesehen, die steigen aus mit dem Handy in der Hand und sagen, oh, 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 da ist der Ausgang. Also das heißt, man könnte da einen Scheißhaufen hinbauen, es wäre wurscht, weil Hauptsache es gibt ein WLAN. Was das für Auswirkungen auf die Architektur hat, also mein, besonders die jüngeren Kollegen geht das an, das möchte ich gerne sehen. Wir haben ein Gegenmittel gefunden, dass man uns nicht überall hin verfolgen kann, den sogenannten Jammer Code. Das ist ein Anzug oder ein Mantel, wenn man den anhat, können sie nicht mehr geortet werden. Weder von Google, noch von Facebook, noch sonst wo, noch von der NDA. Ein bisschen im Sommer, wir machen auch eine Sommerversion. Ja, jeder kennt das. Heute würde das so aussehen. Oder so. Das ist Big Apple is watching you. Wie soll man den bauen? So? Da sieht man nichts mehr. Also, grün. Oder so. Links ist der Neubau. Ja, wenn das immer nur an der Fassade landet, dann wird es Lady Gaga-Architektur. Kennen Sie ein Lied von, können Sie ein Lied singen von Lady Gaga? Aber es ist kein Zufall. Es ist wirklich kein Zufall, dass die Fassaden, die heute so en vogue sind und die gerne erklärt werden als Energiesparsystem, dass die den mittelalterlichen Wehrtürmen entsprechen, sowohl in der Ansicht, das ist ein bisschen lebendiger sogar, der aus dem 14. Jahrhundert, sowohl in der Ansicht als auch im Schnitt. Was heißt das? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft vor lauter Angst regressiv geworden ist und unbewusst, auch das ist unbewusst, aber nichtsdestotrotz sehr gefährlich, diese mittelalterlichen Sprache spricht und wenn es ganz böse wird, sprechen diese Architekturen manchmal die Sprache des pränationalsozialistischen Regimes. Auch das ist kein Zufall, dass Leon Krier jetzt ein Buch über, oder vor einem Jahr ein Buch über Albert Speer herausgegeben hat. Also wie soll man bauen? Grün als Vorschub für Regression oder wie heißt das? Small oder smart living, also klein, oder eher wieder bigger than life, optimistischer. Ich habe einen Vorschlag für meine Investorenfreunde, der smarte Himmelblaumeter. Wie Sie, wenn Sie clever sind, dass sowohl größer mit Qualität bauen und daher mehr Geld verdienen, Sie müssen sich Folgendes überlegen. Das ist der Meter. Wir dehnen den Meter um 5
Zentimeter. Das heißt, die Fläche wird um 10% größer, das Volumen um 15%. Also 15% mehr Volumen kostet natürlich auch 15% mehr Geld. Ja, wenn man also die Inflation jetzt annimmt, einfach halber 5%, dann müsste man das Ganze nur 3 Jahre früher bauen. Gibt zu denken. Ich weiß nicht, wir sind mit diesem Vorschlag nicht immer durchgedrungen. Die Ausrede war klar. Also ich würde das gerne machen, aber die Politik, also es ist eine Flächenwidmung und das geht leider nicht und so. Man kennt das. Ich erinnere, dass sowohl der Icarus als auch die Erbauer des Turms von Babel gescheitert sind. Der Icarus, weil er kein Silikon gehabt hat, um seine Flügel zu kleben und sein Vater ihn sozusagen zum Absturz gebracht hat und da, das wissen wir alle, eine Autorität verhindert hat, dass dieser Turm fertig wird. Ich finde diesen Spruch, den ich neulich bei mir ums Eck gelesen habe, wirklich gut. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Und das ist ein Beispiel dafür. In China hat einer sein Grundstück einfach nicht verkauft. Ja, das komme ich da zum Stadtraum und diesen sogenannten Begegnungsfußgängerzonen, die, ich weiß nicht, mit viel Aufwand und wenig Sinn für Fußgängerstadtraum entwickelt werden. Ich weiß nicht, warum man dem Hermann Tschech nicht den Auftrag direkt gibt, der kann das wirklich, sondern dass man da herumtut und miese Wohnzimmer mit noch mieserer Möblierung entwirft und dann auch baut. Das wäre eine Überlegung, wie Stadtraum überhaupt einmal auch für Wien wieder nach Camillus Sitte neu analysiert werden sollte. Ich komme zu dem Himmelblau-Projekt, wo ich jetzt Geheimnisse verrate, um zu zeigen, dass unsere Projekte nicht so aus dem Ärmel geschüttelt werden und die Form nicht so einfach so krixi-kraxi-mäßig entwickelt wird, sondern dass das weit zurückgeht, weit, weit, weit zurückgeht. Und ich muss sagen, dass ich wirklich beeindruckt war von der Präsentation von ehemaligen Studenten von mir, jetzt fast etablierte Architekten, den Next Enterprise, die gezeigt haben, wie sie ihren Job begonnen haben, nämlich mit Objekten, Projekten, die a priori mit Architektur nur im weitesten Sinn was zu tun gehabt haben. Wir haben endlich begonnen, 1968. Wir konnten den Turm von Babel nicht gleich fertig bauen, deswegen haben wir mit einem Detail begonnen, der Wolke. War ein Projekt für sozialen Wohnbau. Ja? 1968 sozusagen für neue Wohnformen, es war eine Studie für neue Wohnformen, für neue Lebensformen. Bauen mit Luft ist billig, weiß man. Außer Nestle kauft jetzt auch die Luft, nicht nur Wasser. Mit beweglichen Plattformen, die verschiedenste Raumsituationen interaktiv herstellen können. Es war ein Traum damals. Natürlich waren wir beeinflusst vom Rainer Benham, nur haben wir gesagt, die Maschine, die in der Mitte steht vom Rainer Benham, ist uns zu wenig, wir wollen ein bisschen mehr. Wir wollen die Architektur, den Raum so gestalten, dass er die Maschine ersetzen könnte. Und das andere, was uns sehr beeindruckt hat, war Hollands These zum Raumanzug. Er hat gesagt, Architektur dient zur zur Kontrolle der Körperfunktionen, hat er gesagt. Naja. Und seitdem, und wir erweitern das,
die Architektur als Schutzfunktion wird durch die Erfindung des Raumanzugs obsolet, weil das ist die perfekte Architektur für Schutz. Daher wird Architektur als raumfrei. Experimente in dieser Art, damals noch mit meinen Kollegen Holzer und Sui. Wir haben experimentiert mit der Erweiterung des Körpers als Architektur, nämlich einen Ballon, wenn man da hineinsteigt, der Herzton, der Herzschlag höher und sichtbar gemacht wird. Wir haben das noch einmal aufgelegt für die Biennale 2008, lese ich, um zu zeigen, dass der damalige Traum heute durchaus realisierbar ist. Auch die Gesichtsbewegungen wurden abgetastet, um sie an die Fassade zu übertragen. Interaktive Architektur, interaktives Medientransport, the media is the message, war das Thema. Eine Information auf den Helm gespielt, über den Körper übertragen, mit Geruch und Ton kombiniert. Das war das letzte Projekt, das wir bei Karl Schwanzer abgegeben haben. Karl Schwanzer hat kaum in diese Weste gepasst damals. Und das Programm war ein Pornofilm, sehr sanft, aber doch, und ein Autounfall. Und je nachdem, Parfum und die Weste streichelt, pulsiert. Und Autounfall, Blutgeruch, Crash. Die Weste drückt und bei diesem Druck ist die Weste zerplatzt, weil Professor Schwanzer etwas zu dick war. 1300 Kubikmeter pro Minute, ein Traum jedes Investors. Oder das Sprengen, das Auslösen von Sprengsätzen für einen temporären Staubraum durch den Herzschlag. Oder Architektur muss brennen, 1980 für Domenic. Alles nicht so direkt was mit Architektur zu tun gehabt, außer dieser Flammenflügel, weil für den mussten wir eine Baugenehmigung einholen. Also stellen Sie sich vor, ein Stahlgerüst, das zu brennen beginnt, mit Flüssiggas betrieben wird, in Innenhof, in Mitte einer dicht verbauten Stadt, Graz, TU. Wir haben die Genehmigung bekommen. Wir mussten allerdings die Fassaden mit Wasservorhängen schützen, das haben wir gemacht. Trotzdem sind 22 Scheiben zu Bruch gegangen, trotz Baugenehmigung. Ich spreche jetzt über die Methode, wie wir zu diesen Dingen, über diese Dinge zu gebauten Architekturen kommen, lass mich das sagen, wobei ich meine, dass Architektur nicht nur ein Gebäude ist, sondern nur dann Architektur ist, wenn es die Metaebene erreicht. Und ich bin der Meinung, zum Unterschied von vielen meiner jüngeren Kollegen, internationalen Kollegen, dass die Evolution parametrisches Design nicht gerade zur Verfügung gehabt hat, sondern dass da der Zufall eine große Rolle spielt, wie man weiß. Wir haben begonnen, weil wir das Wort Entwurf analysiert haben, mit Experimenten am Entwurfsprozess. Und das bringt mich zu der Erklärung, was Dekonstruktivismus wirklich ist. Das wird ja gerne missverstanden, besonders hier und in Deutschland, weil Derrida also nicht so richtig der Philosoph ist, den man gelehrt bekommt. Derrida sagt, ich mache es ganz kurz, sagt, in einem geschriebenen Text, Gedicht oder gemalten Bild gibt es immer einen Teil, einen Satz, ein Wort, das unbewusst geschrieben wurde und das regiert den ganzen Text. Wir haben viel, wie gesagt, viel mit Zeichnungen, weil wir damals noch keine Aufträge gehabt haben, viel mit Zeichnungen und den Entwurfsprozess experimentiert, bis zu diesem
Zu realen Projekt, das offene Haus, das war ein Auftrag, das ist aber ein anderer Vortrag, das entstanden ist, dass ich gezeichnet habe mit geschlossenen Augen, weil ich so ein guter Zeichner bin, dass ich mich nicht ablenken lassen wollte von der Hand. Obwohl der Bichler sagt, ich bin der beste Zeichner, oder er hat damals gesagt, ich bin der beste Zeichner. Da war ich doch auch ein guter Zeichner. Anyway, so, das ist ein Psychogramm eines möglichen Hauses. Sehr schnell entsteht ein Modell, das war 83. Und dieses Modell wurde damals noch mit dem Maßstab vermessen, weil wir geglaubt haben, dass die Zeichnung das unbewusst geschriebene Wort eines ganzen Gebäudes ist. Wir haben es vermessen und Schritt für Schritt alle die notwendigen Dinge wie Konstruktion und so weiter, Geld, Raumprogramm, das haben wir abgelehnt, übertragen. Und es ist ein Projekt entstanden, das nicht gebaut wurde, aber wir waren mit Teilen dieses Projekts über London schon am Weg nach Los Angeles. Dieses Haus heißt Offenes Haus. Ein anderes Beispiel ist der Dachboden in Wien, also der Dachausbau in Wien, den wir nur dank eines sehr jovialen Bürgermeisters gegen die Bauordnung durchgebracht haben. Damals war noch im ersten Wiener Gemeindebezirk darf die Dachneigung, das Material, darf nichts verändert werden, dürfen nur Fenster hineingebaut werden. Wir haben gegenüber des Herrn Bürgermeister Zilk darauf bestanden, dass das nicht Architektur, sondern Kunst ist und daher den strengen Regeln nicht entsprochen werden muss. Das heißt nicht, wir haben das gesagt, sondern der Zilk hat das gesagt. Er hat gesagt, was ist denn das? Wie wir mit dem Modell dort hingegangen sind, was ist denn das? Das ist ja Kunst. Gut, so war's. Ich kitzel da dann nicht das Kinn von der Nofrotete, sondern ich weise darauf hin, dass ich in einer wissenschaftlichen Zeitung gesehen habe, dass es in Los Angeles ein Studio gibt, das digital den Kopf der Nofrotete abnimmt und aus Polyester dreidimensional wiederbaut. Das hat mich interessiert, bin hinübergefahren, das war 84. Der Frank Gehry, den ich da getroffen habe, hat gesagt, das ist gleich ums Eck da, ist das Studio. Wir haben dieses Gerät gekauft und haben uns dann erspart, dieses Messen, die Zeichnung, die hier nicht sichtbar ist, hat zu dem Projekt in Groningen geführt, wo wir das digitalisierte Modell in einer Werft aus Kostengründen bauen haben lassen. Und das ist auch noch immer so zu sehen. Ohne diese Methode wäre viele unserer Projekte nicht entstanden. Nämlich Lyon, Sie werden das später sehen. Aber was ganz wichtig ist, dass wir im nächsten Schritt diese digitalisierte Welt mit der Hand wieder nachbauen, um es dann wieder in den Computer zu setzen und dann, wie halt schon so oft, das in einer Werft bauen zu lassen, so wie das Dach in Hamburg an der Donau. Und der nächste, und darauf der nächste Schritt ist, weil uns das Abnehmen mit dem Spacearm schon zu langweilig geworden ist, dass wir das dreidimensional scannen. Das gibt uns die Möglichkeit, Ideen wie Confluence dann auch wirklich zu bauen oder Fassaden, die wie Federn aussehen, dann wirklich zu realisieren. Ich habe mich oft gefragt und wir haben das lang diskutiert, warum finden wir jetzt nicht endlich ein Ding,
dass es uns ermöglicht, diese langsame Arbeit und daher teure Arbeit an der Fassade zu optimieren. Das könnte ein Roboter sein. Und die Studien, die wir da gemacht haben, haben wir zwar den Firmen gezeigt, die haben aber gelacht. Das ist in unserem Studio, haben wir Versuche gestartet, um zu zeigen, dass es ökonomischer, billiger, schneller wäre, wenn wir Roboter einsetzen würden. Es ist uns hier in Europa nicht gelungen, aber es wird uns in China gelingen. Das ist ein Projekt in China, das jetzt gebaut wird. Und Teile aus diesem Projekt werden von einer chinesischen Firma nur mit Robotern realisiert. Was das für soziale Auswirkungen haben wird, das sollten wir uns jetzt vorstellen. Weil in 10 Jahren, wenn das erfolgreich absolviert ist, werden nicht wir das bauen, unsere Baufirmen, sondern da werden sicher die chinesischen Firmen alles parat haben, um die Kisten, die wir hier gebaut sehen und noch immer 98% der gebauten Umwelt ausmachen, um diese dann mit den Robotern statt in 8 Monaten in 8 Wochen zu bauen. Ja, das hätte vorhin gehört. Das ist das Teil, wo der Teil gebaut wird. Es ist ein Volumen, ein Quader, den wir verdreht haben, um Sichtbeziehungen zu gewinnen. Es gibt natürlich tolle Formen und ganz geschwind. Also Sie sehen, wie riesengroß das ist. Ja, gut. Die Robotergeschichte hat natürlich Auswirkungen. Es kann uns passieren, das ist unser Atelier jetzt, dass in 10, 15 Jahren das Atelier dann so ausschaut. Aber um das positiv abzurunden, zeige ich das Projekt, das wir in Planung haben, zum Unterschied von den chinesischen Projekten, ein kleines Eingangspförtnerhaus. Aber nicht so weniger, Sie werden sehen, ein hochinteressantes, heißt Wunderkammer des Brotes, und wird in der Nähe von Linz gebaut werden. Erste Zeichnung, Sie sehen die Idee. Natürlich Scan, 3D-Scan, die Optimierung. Also ich meine, es ist allein faszinierend, das zu sehen, wie die Modelle sich abdrücken über den Schirm, die 3D-Modelle, also die begreifbaren Modelle. Erster Schritt, zweiter Schritt. Dann die ohne Computer niemals möglich und vor allem nicht in der Zeit, dass wir alle möglichen Sichtbarkeits-Sonnenstudien, alles was man heutzutage, sogar das Abwasser, sodass wir also in unserer wahnsinnigen Zeit ein optimales Gebäude planen können. Und wie bauen wir das? Das bauen wir aus Holz. 16 cm Ringe werden entlang dieser Idee produziert und gefräst. Wobei der Fräsenkopf, Sie werden das hoffentlich jetzt gleich sehen, der Fräsenkopf sich natürlich entlang dieser Form schneiden muss, also beweglich sein muss. Alles natürlich computergesteuert. Erinnert mich an den Prototypen, erinnert mich an den Fromm, der sagt, wenn wir Lebendigkeit an die Maschinen delegieren, heißt das Todessehnsucht. Das ist der Inhalt des Museums. Ich werde das
im Rahmen, wenn es fertig ist, gerne erzählen, was es ist. Was uns immer interessiert hat, ist die, weil ich glaube, dass Architektur mit der Überwindung der Schwerkraft was zu tun hat. Uns hat immer interessiert, wie das gehen könnte. So wenig, ich hasse Stützen, weil sie nur mit Druck korrelieren. Ich mag lieber zugbeanspruchte Konstruktionen und nicht bei Chance, also nicht zufällig. Genauso wie vieles, was wir als Zufall bezeichnen, nicht Zufall ist, nicht zufällig, ist die Situation in der Liege von Corbusier dieselbe Situation, die die Astronauten einnehmen, wenn sie die Schwerkraft überwinden. Wenn wir die Schwerkraft überwinden, gibt es auch keine zentrale Perspektive mehr, ist ja klar. Das heißt, wir haben freien Raum zur Verfügung und sollten ihn auch nützen. Konstruktion, das sollte eigentlich der Klaus Bollinger machen, mache ich selber gern, weil wir ja gerne Konstruktion integrieren, schon in der Zeichnung. Ein Vergleich, Architektur vor 2500 Jahren, dorischer Tempel braucht 36 Säulen, um 1400 Quadratmeter Dach zu heben. Die BMW-Welt, 10-mal so groß, braucht 11 Stützen. Ohne diese unberechenbare Berechenbarkeit wäre das Strukturkonzept von Dalian, hätte das die Berechnung wahrscheinlich Jahre gedauert, oder das Confluence-Museum Jahrzehnte, oder die EZB wäre jetzt noch nicht fertig. Was wir unter Typologie oder womit wir uns gerne immer wieder beschäftigen, ist die vertikale Stadt. Also ein Hochhaus ist nicht nur ein Hochhaus. Es hat eine größere Bedeutung als die Bedeutung, wie man gerne sagt, Zeichen der Macht. Das wäre zu wenig, zu eindimensional. Sie sehen, dass diese Idee der vertikalen Stadt übertragen worden ist in den Entwurf 30 Jahre später. Ich sage ja, dass das Hochhaus wie der Turm von Babel nicht ein Zeichen der Macht ist, sondern es hat was mit Ritual, mit Erotik, mit archetypischen Bewegungen in der Architektur zu tun, nämlich mit Aufrichtung, mit Übersicht, mit Besitzergreifen, mit Verteidigung. Also noch einmal, die Zeichen der Macht ist eines von vielen Bedeutungen, die ein Hochhaus haben kann. Der offene Grund ist, wir haben uns lange gewehrt, Wohnungen zu machen. Erst diese, die Loftstruktur eines Hauses, das wie eine Landschaft sich darstellt, doppelschalig konstruiert, damit der Bewohner sich nach Fertigstellung sozusagen die Inneneinrichtung oder das Leben in dem Haus richten kann, balancierend auf einer Mauer, nur an einem Punkt. Lustig, hätten wir hier eine Säule eingefügt, hätte die Säule 1 Meter Durchmesser haben müssen, weil die ganze Kraft zurückgeflossen ist. Das ist offenes System auch. Wir haben ein bewegliches Gelenk, eine bewegliche Säule geschaffen, daher wieder komplexe Struktur. Oder dass die Idee eines Stadthauses, wo das im Baulift das Auto geparkt werden kann und bis in den letzten Stock mitgenommen wird, oder die Weiterentwicklung der Wolke zum sozialen Wohnbau, eine Struktur, die offen ist, und die Bewohner suchen sich sozusagen die Landschaft aus, in der sie wohnen wollen. Im weiteren Schritt ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, ein multifunktionales Zentrum, erzähle ich auch, wenn es fertig ist. Und Sie sehen, die neuen Wettbewerbsabgaben, das wird in Zukunft
unsere Abgabe für einen Schnitt 1 zu 200 sein. Nicht so. Das Dach, auch ein Archetyp in unserer Arbeit. Das Dach als Bedeutungsträger für andere Dinge als nur für Schutz, Oskar Niemeyer. Das Dach ist Rahmen für den Ausblick, folgt nicht dem Grundriss, oder der Dachgarten von Corbusier. Wir haben uns mit dem Dach sehr lange schon beschäftigt, zuerst einmal unbewusst, mit dem Haus, mit dem fliegenden Dach in London, eine Studienarbeit mit Studenten an der AAA und so weiter, bis zu der ersten Formulierung eines fliegenden, verformten Daches, das dann bei BMW gebaut wurde, wo das Dach auch schon Inhalt hat, also Raum inhaltet, funktionalen Raum, und bis zu Lyon, wo das Dach sozusagen auf die Erde kommt und ein Museum ist. Öffentlicher und privater Raum, gutes Beispiel dafür. Der private Raum nicht in Wien, Gott sei Dank, da haben wir Begegnungszonen und keine Polizei. Hermann, du musst dich wirklich darum kümmern, dass das irgendwie weitergeht mit dem Stadtraum in Wien, Fußgängerstadtraum. Es ist wirklich lästig. So, gut. Alle diese Gebäude haben große Teile öffentlichen Raum. BMW, Busan ist überhaupt ein öffentlicher Raum mit einem Dach und ein Kino, offenes Kino. Auch Dalian, das Konferenzzentrum, ist ein öffentlicher Raum eigentlich. Also die Kombination von einem öffentlichen Raum. Hier sieht man ganz deutlich, dass Lyon hier durch das Anheben des Museums und das Öffnen des Eingangskristalls ein total frei begehbarer Raum ist. Erzähle ich dann später, wie das dann funktioniert. Das ist die Lobby sozusagen, wo man in das Museum überstiegen hineingeht, aber es durchgängig geht. So. Das ist Dalian, die Straße durch das Konferenzzentrum. Und jetzt bin ich, wie Sie sehen, in Frankfurt. Das ist, jetzt sage ich mal, ich habe zum ersten Mal die Medienrealität dort erfahren. Das wurde überall gezeigt. Die Wahrheit, zur selben Zeit, wie das Foto aufgenommen worden ist, sind bei der Eröffnung die hochlöblichen Auftraggeber und ich per Schiff hingefahren worden, weil es ja gefährlich war. Und ich habe zum ersten Mal bemerkt, dass ich ein etablierter Architekt bin, weil ich auf der anderen Seite des Zauns gestanden bin. Ja, die Medienwirklichkeit, das habe ich zugeschickt bekommen von einer Frankfurter Fotografin. Das ist, wie Sie das sehen, ist fast wie der Geldspeicher von Donald Duck. Ich muss sagen, es ist keine Bank. Es ist ein Verwaltungsgebäude. Das ist ein Film, Sie sehen das an den bewegten Bäumen hier. Ein Verwaltungsgebäude, und ich halte das für ein wichtiges Verwaltungsgebäude, weil die EZB, auch wenn sie jetzt momentan im schlechten Licht dasteht, ein Motor für die Vereinigung der Europäischen Union ist. Das ist das Ensemble. Wettbewerb war die Integration der bestehenden Elsässer Halle und viele andere Dinge mehr. Wir hätten das gerne so schnell gebaut. In Wahrheit hat es endlos lang gedauert, auch dank, wie ich schon erwähnt habe, der effizienten Optimierungsfanatiker-Projektsteuerer. Sie sehen viele Optimierungsphasen, weil heutzutage muss man alles optimieren, die Nase, die Wangen, den Busen, den Hintern, alles wird Muskeln, Arbeitszeit, alles wird optimiert. Auch da wurde lang optimiert, da wurde lang überlegt und eigentlich gebaut wurde es in
drei, vier Jahren. Die Entwurfsidee war, Sie werden das gleich sehen, ein Gebäude, das war auch die Anforderung, ein Gebäude zu planen und zu bauen, das unverwechselbar ist. Und wir haben uns überlegt, das unverwechselbare Gebäude mit einem Mordsraumprogramm, da komme ich dann später zurück, ein unverwechselbares Gebäude, auch in der Architekturgeschichte, entsteht nur dann, wenn eine andere Art von Geometrie als gewohnt eingesetzt wird. Das hier, Sie sehen das hier, ist das Raumvolumen, das gefordert war. Wir haben dieses nicht zu organisieren, weil der Kern in der Mitte, Belichtungsgeschichten und so weiter. Der Schnitt durch das Gebäude ist nicht gerade gemacht worden, sondern gekurvt. Es entsteht eine HB-Fläche, Vorteil, dass HB-Flächen mit gerade erzeugt werden durch gerade Linien. Das heißt, es ist relativ einfach zu bauen. Das war das Argument. Der Trick war dabei, dass wir die gekrümmten Flächen nach außen gedreht haben, sodass der dritte Teil, das sogenannte Atrium, gerade Wände gehabt hat, um eine effiziente Konstruktion anbringen zu können. Einmal gewöhnen Sie dran an diese blöden Wörter. Das schaut natürlich auf der Baustelle viel dramatischer aus. Der urbane Kontext ist visuell entstanden, nämlich durch das Drehen des Gebäudes mit Blickrichtung auf das bestehende Zentrum, dass wir ein zweites Zentrum in Frankfurt vorgeschlagen haben, ist eine städtebauliche Diskussion, die ich jetzt nicht führe. Aber durch diesen Trick der gekrümmten Flächen, die ja nicht nur formal, sondern auch, wie Sie sehen, funktionale Ursachen hat, nämlich dass die Scheiben, auch die Nordseite und die Südseite, mehr Büros mehr sehen. Das Energiekonzept ist entlang dieser Idee der gekrümmten Fläche so ausgeformt, dass auch die Nordseite Sonnenlicht bekommt. Das lasse ich jetzt weg. Das ist Craftsmanship. Also das ist klar. Die Fassade ist wirklich eine intelligente Fassade. Gibt es natürlich keine intelligente Fassade. Die Architekten sind intelligent. Das Gebäude kann natürlich belüftet werden. Es ist daran gedacht, wenn es heiß wird im Sommer, das über Nacht durchlüften zu lassen. Und das erspart Energie. Das ganze Gebäude wird berechenbar 30-40% weniger Energie verbrauchen, als die Vorschriften sind. Die Konstruktion war nicht einfach. Es ist mehr oder weniger ein Tragwerk, kein horizontales Brückentragwerk, sondern ein vertikales. Das ist besonders wichtig, weil ja die Kragung hier immerhin 13 Meter ausmacht. Es ist ein dynamisches Tragwerk, muss ich sagen, und deswegen erinnert es mich immer wieder. Und das ist nicht von weit hergeholt, es ist von Bolliger hergeholt, eine gotische Dome. Sie sehen die Großmarkthalle, ein riesig denkmalgeschütztes Gebäude mit großem Auseinandersetzungspotenzial. Das war eine Markthalle, Anlieferung hier und Durchlieferung da. Wir haben einen einzigen Eingang, aber den groß gebraucht, sind draufgekommen, dass diese Halle im Krieg zu einem Drittel zerstört war und dieser Teil wurde mehr schlecht als recht wiederaufgebaut. Das war also unser Operationsgebiet, was wir gemacht haben. Sie sehen, das ist aufgebaut. Wir mussten in diese Großmarkthalle eine Menge von Programm hineinstecken. Und da war dann folgende Idee. Wir haben das Gebäude, das ursprünglich so gestanden ist, um einen Eingang in diesem
Operationsgebiet zu bekommen, versetzt, haben Teile aus der Halle herausgenommen und auf das Dach gesetzt, um einen markierten Eingang, repräsentativen Eingang für ein Bürohaus mit 2400 Arbeitsplätzen zu bekommen und haben dadurch Blickfreiheit, zumindest zu einem Teil, auf die bestehende alte Halle bekommen, die fast zu Tode saniert wurde. Alles das, und das ist auch eine Methode von uns, alles das wurde entlang der Elsässer-Geometrie entwickelt, sodass das fast ein Denkmalschutzprojekt gewesen ist. Sie sehen diese Operationen, hier das Restaurant, hier die Pressekonferenz, finden nur in dem zerstörten Drittel statt. Das Atrium der vertikalen Stadt ist ein wichtiger Bestandteil. Es ist praktisch die dritte Scheibe, aber sie verbindet beide Hochhäuser mit Plattformen, die zur informellen Kommunikation dienen. Also eigentlich fast Stadtplätze. Die hängenden Gärten, die wir geplant haben, wurden auch wieder von unserem geliebten Freund, dem Projektsteuerer, gestrichen, weil Sie müssen sich vorstellen, das ganze Gebäude, nicht die Baukosten, aber das alles drumherum hat 1,2 Milliarden Euro gekostet, also Grundstückkauf und so weiter und so weiter. Und wegen 2 Millionen wurde das eingespart. Es ist pervers. Nennt man Optimierung. Ganz schnell, wie sich das im Stadtbild anfühlt. Ein Gebäude, das immer anders ausschaut. Hier das Ensemble noch einmal. Hier die Pressekonferenzraum. Auch der wendet sich der Stadt zu. Und jetzt gehen wir in den Eingang. Und Sie werden gleich sehen, dass das, was die Leute, weil sie ja nicht hineingelassen werden, weil das ja alles schwerste Sicherheitszonen sind, Sie werden gleich sehen, dass dieser Eingangsbereich sicher nicht einer Zentrale der Macht entspricht. Da haben wir andere Architekten dafür, die das symmetrisch mit Marmor aufbauen, sondern dass es eher ein lebendiger Eingang ist, der Themen, die sich dann wieder findet, zum ersten Mal sozusagen abspielt. Es gibt ein, das wird es auch dann später geben, der Vorwurf, dass man nicht hineingehen kann, wird dann obsolet sein. Die Halle ist zum Teil öffentlich. Man muss natürlich durch Sicherheitszonen gehen, aber der ist öffentlich. Genauso wie da ein Café da drunter ist. Also es gibt einen öffentlichen Bereich. Das ist der Pressekonferenzsaal und trotz aller Sicherheiten, trotz allerdings ist vor, glaube ich, einem Monat eine Dame aufs Pult gesprungen. Nur das zur Sicherheit, wie pervers die Sicherheitsgeschichten überhaupt sind. Das ist das Konferenzzentrum in dem, ein Haus im Haus, eingebaut. Das ist klimatisiert, die ganze Halle nicht. Das ist das Café mit entsetzlicher Einrichtung, aber auch hier, es sind zwar Grillage-Sachen, aber das hat der Projektsteuerer selber übernommen. Im Übrigen muss ich sagen, was Ihnen so in Zukunft droht, ich spreche zu den jungen Kollegen, das Entmachten der Architekten schreitet fort. Wie Sie wissen, vielleicht ist der Jean Nouvel knapp vor Fertigstellung seines Operngebäudes, Konzerthalle in Paris, einfach gefeiert worden. Also der Jean Nouvel, er hat zwar geklagt, hat aber diese Klage auch verloren. Also das ist Wahnsinn. Und er hat mir gesagt, also ich führe dich nicht durch, weil das ist grauenhaft, was der Projektsteuerer dann selber gemacht hat. Das sind die Büros, die eh immer anders ausschauen, weil der Grund ist sehr verschieden ist. Und das ist der Eingang in dieses Hochhaus.
Und Sie sehen die erste Brücke, das sind die Programmierer für das Lift holen. Du gibst ein, wo du hinfährst und der Lift kommt und du steigst ein. Also die Konstruktion mit der, hier sehen Sie, eine dieser Plattformen wird man dann deutlicher sehen. Da hier die Landschaft dieser Plattform, wo es Kaffee gibt und die Leute sich zur informellen Kommunikation auch wirklich treffen. Ich war erst neulich dort und konnte das sehen. Das ist der Übergang von dem Restaurant in die Halle. Das ist die Halle per se. Das ist ein Blick zur ersten Plattform. Es gibt 4 Plattformen, also 15, 60, 60. Das ist einer dieser Plattformen, wo Leute sich treffen. Und der Blick auf die Stadt war uns sehr wichtig, dass der in das Gebäude ist, sodass man fast von überall in diesem Atrium die Stadt sieht. Wir sind oben, wir sind in dem Vorraum des Sitzungssaals, wo über unser Geld entschieden wird. Der Sitzungssaal mit einer Decke, die Europa abstrahiert. Es gibt nur einen Punkt in diesem Raum, wo man das sehen kann. Ist auch fast wie eine gotische Plastik. Das noch einmal im Bild. Das noch sieht man den runden Tisch für die Mitglieder der EU. Und alles noch im Bau. Ich muss sagen, ich darf keine Grundrisse zeigen, ich darf nichts zeigen, außer dem, was Sie gesehen haben, meistens Fotos vom Bau, weil das alles strengsten Sicherheitsvorschriften unterliegt. Und wie Sie wissen, ist die Dame, die da hineingekommen ist, auf das Dings gesprungen ist, offensichtlich nicht gesichert gewesen. Die weitaus kompliziertere und komplexere nächste Schritt ist dieses, auch eine Nationalbank in Baku. Wir bewegen uns nach China, nach Dalian, auch ein politisches Bauwerk, wenn Sie so wollen, eine wunderbare Site. Die städtebaulichen Paradigmen, die Form ergeben, sehen Sie hier. Die Idee ist ganz klar, dass wir die Sichtachsen aus den, das ist die Stadtkante, das andere die Wasserkante, und wir verlängern visuell sozusagen diese Sicht, diese Sichtbeziehung von den Boulevards zum Gebäude. Daraus ergibt sich eine dreieckige Form, die wie eine Muschel ist, das haben die Chinesen auch sehr geliebt. Das Problem bei diesem Projekt, das übrigens in 4 Jahren geplant und gebaut worden ist, zum Unterschied von 11, 12 Jahren Lyon oder 10 Jahren EZB, das Problem war, dass das ursprüngliche Konferenzzentrum plötzlich in der Mitte eine Oper bekommen sollte mit 2400 Sitzplätzen, sodass wir, und Sie werden das gleich sehen, wir 2 Dinge machen mussten. Wir haben die, nachdem das schon der Grundriss, der Footprint fixiert war, wir mussten also die Konferenzsäle sozusagen hinausschieben, die Oper, Eisernen Vorhang, Background öffentlich machen, damit wir dann eine 1000 Personen Sitzungssaal bekommen. Sie sehen das in dieser Konzeptzeichnung. Und das sind die konzeptionellen Überlegungen, wie man eine Haut dehnen kann und was es dann für Falten und Möglichkeiten gibt. Hier sehen Sie das Raumprogramm. Der blaue Bereich und der weiße Bereich hier, das sind die öffentlichen Bereiche, in der Mitte die Oper, das die Sitzungssäle, das das Modell, die verschiedenen Widmungen, blau hier der öffentliche Bereich.
und so weiter. Die Oper selber, höchst komplexe Akustik, Elektro und normale Akustik, viele Modelle, viel geprobt und so sieht das romantisch aus. Das ist das Bauwerk mit der Stadtkante, die Hochhäuser sind, natürlich nicht von uns. Sie sehen, das ist der Eingangsbereich, die Lobby, die groß ist, glaube ich, so groß wie 4 Fußballfelder, weil klein ist nichts in China, kragt. Und die Fassade, die so willkürlich, scheinbar willkürlich ausschaut, hat ganz funktionelle Gründe. Hier ist die Kragung der Lobby, die zum Meer führt. Sie sehen die Größe des Projekts anhand von diesen beiden Fotografen. Diese Haut ist aus einem Energiekonzept entstanden, das wir mit Brian Cody entwickelt haben. Blackbox, also so wie man es normalerweise macht, blöd, energieverschwendend. Wir machen eine Glasbox und gestalten die Fassaden je nach klimatischen Bedingungen, Aussicht oder Nicht-Aussicht-Bedingungen, also verschiedene Situationen, hier das Studienmodell und hier dann die Realität. Ich kann mir das nicht in Wien vorstellen, eigentlich. Jetzt fragen Sie mich nicht, warum. Das ist die Oper in der Mitte und es ist eine für 6.000 Menschen geplante kleine Stadt, ist so groß wie meine Heimatstadt Hamburg an der Donau. Wenn alle Menschen da sind, das ist das Große, das sind verschiedene Konferenzsäle. Aber der Vorteil der Intimität, die durch die Formensprache entsteht, und ich muss sagen, ich bin echt stolz, dass dieses Gebäude kein Corporate-Gebäude geworden ist, nämlich so hier und da was Schiefes und dann so, wie es halt die großen Büros alle machen. Sondern dass die Lebendigkeit, die da entsteht, auch wirklich getriggert wird von der Architektur. So ein Detail, diese Lichteinlässe sind alle gold, vergoldet und die Metallverkleidung wird, wenn die Sonne da hineinscheint, genauso wie Sie hier sehen, es wird fast wie ein Stoff wird das Metall. Ja, ich durfte bei der Eröffnung das Band durchschneiden. Ungefähr 36 Politiker waren dort, Sie werden es gleich sehen. Ich durfte das Band auch durchschneiden. Und weil ich Österreicher bin, haben sie folgende Musik gespielt. So, das ist der Radetzky-Marsch, den ich besonders liebe. Und vor 2 Jahren war ich mit meinem ehemaligen Lehrer dort, knapp vor 90. Und ich zeige das gern, weil vielleicht ist ein ehemaliger Student hier. Ich habe ihn eingeladen, um das zu sehen. Und Sie sehen, ich lache, er schaut kritisch. Das Museum in Lyon. Also ich kann das schon nicht mehr hören, dass diese Star-Architektengebäude alle so teuer sind und bla bla bla. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, weil das sind falsche Vergleiche. Selbst wenn man also den Vorwurf hernimmt und sagt, das stimmt übrigens nicht, das ist nicht einmal ein ganzer Flieger. Der ganze Flieger kehrt nicht daher. Das hat 180 Millionen gekostet. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Dreiviertel von einem Jagdbomber, Eurofighter, der in 5 Jahren unmodern ist oder abgeschossen. Ich glaube, deswegen wird das nicht erwähnt oder nicht vergleichbar. Und weil unsere Gebäude, auch dem Herzog, dem man wirft man das vor, allen, weil dieses Gebäude keine Menschen umbringt. Daher ist es, kann man sagen, es ist zu teuer. Ich meine, es ist absurd. Wunderschöner Bauplatz,
Der Jean Nouvel sagt, ich beneide dich nicht wegen dem Gebäude, sondern wegen dem Bauplatz. Ist auch. Und das ist der Point of Confluence. Der Zusammen, der, dort, wo die zwei Flüsse zusammenfließen. Das ist auch das Konzept des Museums. Das, was hier braun ist, wird dann später grün. Landschaft, die in Besitz genommen wird, weil es Sitzplätze und so weiter gibt. Ist kein Wohnzimmer. Mit schlechter. Ist auch kein Fußgängerraum. So. Das sind die ersten Überlegungen, dass wir die Räume der Produkte, des Naturhistorischen Museums, und dort sehen Sie keine 1000 Schmetterlinge und so wie bei uns, sondern da gibt es Ausstellungen, die das, die Räume des Wissens kreieren und den Zusammenfluss, Confluence von Naturhistorie, Geschichte, Philosophie, Technik und Kunst zum Inhalt haben. Und ich muss sagen, es funktioniert. Wir haben das eröffnet im Dezember, 19. Dezember letzten Jahres, bis jetzt 450.000 Besucher. Also noch 5 Monate, 450. Ich habe heute gerade gelesen, dass diese Kitschkristallwelt, wow, das meistbesuchteste Gebäude von Österreich im Jahr 650 hat. Also wenn man sowas misst, dann, weiß ich, so. Zusammenfluss von Öffentlichkeit und Privatheit, ganz früh entwickelt, Studienmodell. Und Sie sehen, ich habe das schon erwähnt, der öffentliche Raum, der benutzt wird. Wir haben das vorgeschlagen für ein österreichisches Projekt, nachdem die Juroren alle aus Vorarlberg gekommen sind, haben wir natürlich keinerlei Chance gehabt, weil dort ist man wirklich erdverbunden. Das Konzept von Lyon, Natur auf der Seite, Stadt auf der anderen Seite, ist übrigens ein Stadtentwicklungsmotor genauso. Um das nicht, wie viele unserer Mitbewerber, viele, es waren eh nur 3, wie die Mitbewerber gemacht haben, das zu blockieren, haben wir das Museum sozusagen in die Luft gehoben, den Eingang zum Museum durchlässig gemacht und theoretisch kann man durch das ganze Gebäude gehen, ohne A, eine Ausstellung zu sehen und B, man muss nichts zahlen. Das ist ein bisschen noch erprobungsdürftig, aber auf jeden Fall kann man unten durch das Museum gehen. Erst wenn man oben in den Espace Lyon tritt, muss man zahlen. Man kann aber auch aufs Dach in die, auf die Dachterrasse in die Bar gehen. Das ist das erste Modell. Hier sehen Sie das Konzept. Auf das bin ich, Sie können wir wirklich auch stolz sein. Stolz bin ich auch auf unseren Partner, der das in 10-jähriger, 12-jähriger Arbeit gegen jegliche Demokratie. Ja, stimmt. Demokratie durchgesetzt hat. Und der Auftraggeber hat 14 Tage vor der Eröffnung, nachdem er das Gebäude ist zu teuer und hat zu lange gedauert, gesagt hat, ich war nie für dieses Gebäude. Ich war in der Jury, war aber nie für dieses Gebäude. Zur Eröffnung waren Tausende von Leuten, das war gerammelt voll. Sage ich, na, wie? Sagt er, warten. Er hat gesagt, ich war nie für dieses Gebäude, aber ich habe alles getan, dass es gebaut wird. Jetzt, noch die 450.000 Besucher, sagt er in einem Interview, ich habe alles getan, dass dieses Gebäude gebaut wird. Also, hier sind die Werkstätten in der Basis. Und die Ausstellungsräume sind direkt angeschlossen mit Lastenliften, sodass Ausstellungen um- und abgebaut werden können in diesen neuen Ausstellungsräumen, ohne dass sie sich stören. Und hier sehen Sie das Diagramm. Man kommt hier in die Lobby, entweder Rolltreppe oder Fußweg hinauf. Der orange Teil ist der untere,
Teil, man geht in dem Gebäude entlang, rechts und links Ausstellungsräume. Hier ist eine Aussichtskanzel, von der man den Point of Confluence sieht. Und man kann also in die Ausstellungsräume gesondert hineingehen. Das ist die Methode, ohne diese Methode das Gebäude nicht baubar oder nicht in dieser Zeit baubar. Auch das ist nicht möglich ohne diesen Tool. Diese Stütze hat uns geholfen, das Gewicht des Gebäudes der Stahlkonstruktion um ein Drittel zu vermindern, also die Kosten zu reduzieren. Im viel größeren Maß ist das in dem nächsten Projekt zu sehen. Das ist dieser Tropfen in Lyon, das ist der geplante Tropfen in der sogenannten Ice World in Changsha. Sie sehen das hier mit einem Hotel. Toll, aber entspricht nicht ganz dem chinesischen Wunsch nach chinesischer Tradition. Aber das ist auch ein eigenes Thema, wie ein Präsident die Ästhetik eines Volkes bestimmt. So, Eingangssituation, Sockel, Aufgang, Lobby. Sie sehen, es ist ein wunderschöner Raum unter dem Gebäude, wirklich echt. Übergang zum Park mit einem Restaurant hier, mit einer riesen Wasserfläche, die Reflexionen des Wassers an die Decke spiegelt. Wichtig war die Dynamik des Verkehrsflusses, die sozusagen aufgehalten wird, optisch aufgehalten wird durch die Form des Gebäudes. Das ist der Eingang, das ist der Tropfen, der in die Stahlkonstruktion der Lobby übergeht. Sie sehen den Aufgang, Sie sehen die Rolltreppe. Man fährt hinauf oder geht hinauf, meistens Leute fahren hinauf, ist ja klar. Und das ist die Lobby, die öffentlich durchgängig sein sollte. Wie wir dort waren, war Alarmstufe 1, Sicherheit, alles zu, auch die Notausgänge. Ich meine, so, Sie sehen diese geschwungene Rampe, die eher zum Hinuntergehen dient, aber Raum schafft. Und das ist der große Unterschied zu meinen Freunden und Kollegen meines Alters in Los Angeles, dass wir, auch zur Sache, dass wir meistens Brücken, Rampen und raumergreifende Zirkulation in diese Projekte einbauen. Das ist dieser Espace Lyon, hat eine Glasscheibe mit natürlichem Licht durchgehend bis hinunter. Und rechts und links die Nummern advertisen die Ausstellungsräume. Ein stetiger Betrieb. Die Ausstellungen sind französisch zwar, aber hervorragend gemacht. So Bühnenbilder zu den Themen, Spiele der Menschheit und ähnliche Dinge. Und das ist die Aussichtsplattform, wo man hier den Point of Confluence sieht. Die Halle ist natürlich natürliches Klima, ist nicht klimatisiert, das ist zur Öffnung, wenn es heiß wird. Untersichten, das ist die Wasserfläche mit Blick auf das Restaurant. Wird schön, wenn es heiß wird im Sommer. Es geht dort auch dauernd Wind, dass die Oberfläche gekreiselt wird. Und das ist das, was ich meine. Dieses Confluence-Thema kommt auch in dieser Konstruktion und Säule und Verkleidung zum Tragen. Ich denke, dass man das mit den Robotern wirklich ganz schnell erbauen kann. Thank you.
das habe ich gemeint, diese Rampen und Treppen und Verbindungen, sowohl bei der EZB als auch bei BMW, kommt immer wieder vor und wir bauen das in den meisten unserer Projekte ganz bewusst als Raumeroberungsinstrument ein. Und es ist mir ziemlich egal, ob es genutzt wird oder nicht. In Dresden ist das schon der Fall gewesen, dass es einen Balkon gegeben hat, der nur für den Architekten bestimmt war. Es gibt einen einzigen zweigeschossigen Ausstellungsraum. Den kann man aber auch anhängen an die Räume nebenan. Ja, da sieht man durch auf die Wasserfläche. Unten gibt einen tollen Gesamteindruck des Gebäudes. Das ist diese Aussichtskanzel, von der man die Stadt, die alte Stadt Lyon sieht. Links ist das ist der Stadtentwicklungsgebiet. Ich wollte diesen Tropfen ursprünglich als Aquarium verwenden, war zu teuer, kompliziert. Dann wollte ich eine Entfarm dort installieren, das wäre für ein naturhistorisches Museum gut gewesen. Koglers Entfarm, also eine Ameisenburg, die und von drinnen riesengroße Screens, die das zeigen. So, ja, das ist ein Raumwidmungsplan entlang von Energielinien, der natürlich, wie man sich denken kann, hier, nicht nur hier, sondern global eine Utopie ist, aber es wird sicher nicht so schnell realisiert werden, aber irgendwann werden diese Überlegungen einfließen müssen in unsere sogenannten Entwicklungs- und Masterpläne, die ja nur zweidimensional gelayoutet werden. Das ist eine Utopie, das zum Unterschied von der Utopie ist eine Vision, das ist ein Treffpunkt, Ausstellungsraum für die Einwohner von South Dakota, wird mit, jetzt sage ich mal, herkömmlichen Materialien erzeugt, nämlich Holz, Stein, Glas kommt schon auch vor. Holz, Stein und sonst nichts. Das ist keine Utopie, das ist eine Vision. Und wenn das Fundraising, das diese Menschen machen, erfolgreich ist, werden wir es auch bauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolf Brix, ein eindrucksvoller Lauf durch die Projekte. Wir haben vielleicht auch inzwischen Martha Schreik da, ich weiß es nicht. Falls nicht. Für die Frau Präsidentin habe ich einen speziellen Movie hier vorbereitet, damit es nicht so visionär ausklingt und nicht so utopisch ist. Zeige ich zum Abschluss einen Film, der heißt Wiener und andere österreichische ungebaute Projekte.
Wenn ich ihn nicht in Zeitraffer spielen würde, dauert er ungefähr 3 Stunden. Deswegen haben wir ihn verkürzt da und die Frau Präsidentin ist da. Na? Danke. Lieber Wolf Brix, herzlichen Dank für diese faszinierenden Einblick in deine Denk- und Raumwelten und in die Zukunft. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir fehlt völlig die Vorstellung, wie man das denken und bewältigen kann. Gibt es darauf eine Antwort? Mit Humor. Mit Humor. Ja, das ist ein Rezept, das ich jedem empfehle. Manchmal geht der Humor natürlich aus. Aber dann hört man sich die Stones an oder die Beatles, dann geht man wieder. Ich habe übrigens empfohlen, dass der Herr nach nun alle Fußgängerzonen macht. Ist irgendwer da, der das unterschreiben könnte? Wollen. Du schon. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ja. Mir ein Vergnügen. Fragen? Das ist immer die Zeit der Diskussion. Die Fragen oder Buffet? Ich glaube, die sind alle so überwältigt, dass es ist aber wirklich, es ist wirklich schwer fassbar, ja, was da geschehen ist. Oder ich erinnere mich an die ersten Begegnungen mit Coop Himmelblau. Früher habe ich euch ehrlich einfach nur arrogant und rotzfrech empfunden. Nicht wirklich sympathisch, aber immer interessant. Und meine erste wirkliche Begeisterung ist ausgebrochen, wie ich das Ufercenter in Dresden gesehen habe. Im Grunde genommen ist da schon vieles vorweggenommen worden, was ihr weitergedacht habt. Und mich das zwar deshalb so fasziniert, weil dieses eigentlich in dem Kontext kleine Gebäude einen radikalen atmosphärischen Wechsel erzeugt hat. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Es hat eine Aura, einen Ort definiert und natürlich war es ein Raumerlebnis und ich habe die städtebaulichen Qualitäten von Coop Himmelblau erkannt, die bis dahin, die mir also nicht bewusst waren. Und ich kann mich erinnern, ich habe das auch mit Roland Reiner diskutiert, der ja kein Bewunderer der dekonstruktiven Architektur war, aber Qualität erkannt hat und eine hohe Wertschätzung gehabt hat. Und dann erinnere ich mich an noch was, an deine Rede zu seinem 90. Geburtstag, wo du erzählt hast, dass ihr über die Mauern von Margareten geklettert seid, um das Haus anzuschauen. Da war ich wieder erstaunt, dass es dieses Interesse gegeben hat. Ja, arrogant vielleicht, aber nur, na rotzfrech vielleicht, aber arrogant nur für Leute, die aus Tirol kommen. Die Frage würde ich weitergeben, wie das andere empfunden haben zu der Zeit. Selber? In einem Haus von mir gebaut. Und zwar
Also ich meine, ich kann sie nicht einladen, aber das ist, aber Remise, das Haus, das wir entworfen, gebaut haben, wohne. Alle haben gesagt, mach das nicht. Du wirst sehen, im Lift erschlagen sie dich, weil die ganzen Mängel dir zugeschrieben werden. Aber ich habe ja so ein Repertoire, wie ich mich herausrede und auf die Auftraggeber und die Projektsteuerer und Handwerker, die nichts mehr kennen. Geht schon. Im Übrigen bin ich nicht ein einziges Mal angeredet worden, über irgendwas eine Beschwerde bekommen. Nicht ein einziges Mal. Und ich wohne jetzt 15 Jahre da in dem Haus. Das Einzige, was ich höre, Herrn, Sie haben gestern im Fernsehen einen Blödsinn geredet. Buffet. Der Meister. Fragen am Buffet. Ich stehe nicht zur Verfügung. Danke, danke schön.